Was geht YouTube? Marcel ist back am Start hier für euch und herzlich willkommen. Ein neuer Tag, eine neue Reaction, Freunde. Und ihr kennt mein Lebensmotto, Gyros statt Virus, weil ich habe keine Lust mehr auf den Virus und deswegen, ja, Gyros. Witziger Witz hier am Anfang, Freunde. Ich weiß doch, wegen diesem ultrawitzigen Humor habt ihr doch letztendlich eingeschaltet, oder? Oder nicht? Das heutige Video, was wir uns anschauen, ist vom guten alten Mois und das heißt schwer für mich drüber zu reden und ich muss euch sagen, mit dem Titel hat er mich gecatcht und ich will jetzt wissen, was ist schwer für ihn drüber zu reden, worum geht es in der Thematik? Mois ist ja jemand, den ich schon seit Ewigkeiten kenne, wir haben uns ja noch nie getroffen, aber er hat schon ganz früher, ich weiß noch, wo er mit Brille da stand und die Rap-News gemacht hat und es war immer eine Dartscheibe im Hintergrund, das hatten wir immer gemeinsam und ja, vielleicht treffe ich den guten alten Herrn auf jeden Fall mal, ist meiner Meinung nach charakterlich, das sage ich jetzt, bevor ich aufs Video eingehe, charakterlich ist es für mich einfach ein richtig, richtig geiler Typ und ich glaube auch, dass der komplett real ist und komplett cool. Content gucke ich mir jetzt nicht alles an, muss ich ganz ehrlich sagen, so du Lachen, du Paintball oder irgendwie sowas ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt mein Ding, aber wenn er Real Talk macht, da trifft er meistens mein Herz irgendwo und deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Schwer für mich drüber zu reden von Mois. Und wir schieben uns hier oben in die Ecke und ich würde sagen, let's go. Und falls ihr mir natürlich weiterhin Vorschläge schicken möchtet, könnt ihr das hier an die WhatsApp Reaction Hotline tun. Das heutige Video kommt aber nicht aus der Hotline, das heutige Video wollte ich unbedingt selbst gucken und habe es mir für euch aufgespart. Let's go. Shalom, meine lieben Friends, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Erstmal entschuldige ich mich für diese Bodenständigkeit. Ohne Spaß, ne? Die Audioqualität hier im Auto ist echt sick, Alter. Es hört sich ja besser an als im Studio. Aus dem Rolls Royce. Es war wirklich nicht geplant. Wir haben kein anderes Auto. Meins ist zu Hause. Und es war wirklich nur dieser Wagen zur Verfügung. Alles klar. Ich kenne es. Wenn du, wenn einfach ein wenn nur der Rolls Royce zur Verfügung steht, wer kennt's nicht? Ich habe nicht mal einen Freund, der einen kennt, der einen Onkel hat, der einen Rolls Royce hat. Ich mag es selber. Also ich meine das ernst an der Stelle, es ist mir unangenehm. Sorry. Okay. es gibt aber eine Sache, über die ich mit euch reden will. Okay. Okay, die ist mir sehr wichtig. Also der Umschwung von Lachen, das ist sehr radikal gerade. Okay, es wird also, es scheint eher in ernstere Richtung zu gehen. Es tut mir leid, dass ich mit der Facecam hier einen Millimeter des Rolls-Royce-Lenkrads verdecke, aber geht nicht anders. Hier eine Sache, die mir sehr wichtig ist, sehr, sehr, sehr extremal wichtig. Und extremal. Ich habe da so einen Plan gemacht, weil das ist so ein Ereignis. Sowas macht man nur einmal, so dieses nicht Antrag stellen. Doch, beim Antrag stellen gibt ja jeder Köpek, der über so ein paar Werte verfügt, einen Ring zu der Frau, die er liebt und sagt, willst du mich heiraten und so. Das war bei mir tatsächlich nicht mit einem Ring. Es war einfach so, was ist jetzt? Kommst du jetzt mit oder nicht? Ja, gut. Ich finde, ich bin mal auf seine Erklärung gespannt, warum das bei ihm so war. Aber ich finde generell, das kann ich jetzt schon mal sagen, es gibt keine, also es gibt für mich keine Regel, kein Regelwerk für sowas, weil ich will ja individuell sein und ich will ja nicht gezwungen werden, das mit einem Ring zu machen oder wenn ich es einfach so sagen möchte oder wisst ihr, was ich meine? Ich finde, sowas sollte eine freie Entscheidung sein und ich finde es generell krass. Es gibt Leute in Amerika, da habe ich eine Doku drüber geschaut, die, die haben so eine ganz weird geplante Hochzeit, wo alles so bilderbuchmäßig perfekt ist. Die zahlen dann dafür, die sparen ihr ganzes Leben drauf und ich denke mir so, Digga, ich würde niemals für eine Hochzeit so viel Cash ausgeben, dass du danach erstmal 5 Jahre Schulden abbezahlst. Sorry, da hätte ich lieber 5 geile Jahre, ganz ehrlich. Aber gucken wir mal, was bei Mois los war. So, also, ich will jetzt nicht näher in das Detail gehen, aber es geht um dieses E-Ding. So, okay? Ich teile es mit euch jetzt. Es ist sehr privat für mich, aber ich finde, wie soll ich sagen, ich bin sehr oft draußen, ich mache sehr viel. Ich bin mit sehr vielen Menschen, ich bin oft selten zu Hause und ich fühle mich selber schuldig, so ein bisschen wenigstens über sie zu erzählen, so in diesem Video. Okay, krass, weil ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, kein Spaß, ich weiß nicht genau warum. Ich kann dazu sagen, ich habe natürlich in dem Fall das Glück, meine Freundin weiß, die kennt meinen Job so und wir können beide zum Glück von zu Hause. Mois ist ja wirklich einer, der ist ja jeden Tag woanders zum Beispiel. Ich bin da so ein bisschen anders zum Beispiel, ich bin sehr gerne auch zu Hause. Aber natürlich, dass man mal diskutiert, mehr Zeit verbringen und so weiter und so fort, das fühle ich halt, weil ich bin ja zum Beispiel viel beim Dart, das ist mir auch sehr wichtig, das erzähle ich ja hier auf diesen Kanälen eigentlich nicht, das ist ja eher auf meinem Dart-Kanal zum Beispiel, aber dass man mal, ich sag mal, das ein oder andere Diskussionchen hat, dass man mal öfter zu Hause sein sollte, das kenne ich und deswegen fühle ich das total. Jetzt bin ich mal gespannt, was er dazu sagt.
weil ich halt so, ich werde jetzt einmal darüber reden mit euch, weil ich krieg 2 Milliarden Fragen, so, yo, so. By the way, auch krass, dass er einfach dazu steht öffentlich, dass er eine Frau hat. Das ist ja schon mal eine Sache, das fällt ja bei vielen flach, weil viele auf Boygroup machen. Ja, man darf nicht sagen, man hat eine Freundin, eine Frau, weil wenn man das sagen würde, dann würde man ja weniger weibliche Follower kriegen und so. Das ist, aber das würde ich nicht mal unterschreiben, so ganz ehrlich. Ich finde es find es wirklich sehr gut. Erzähl mal irgendwas, wie kam es dazu, dass du überhaupt geheiratet hast? Also, es ist mir sehr unangenehm. Okay, aber wir hassen das jetzt raus. Ich schwöre, genau was er gerade gemacht hat, mache ich manchmal allein im Auto, wenn ich so Musik höre und so. Ey, wer von euch kennt es, wenn man im Auto allein ist, man dreht durch. Okay, so, ich beruhigen muss, ganz kurz. Rolls-Royce geht nicht mehr. Nur, dass es bei mir nicht im Rolls-Royce wäre. Der Typ wird mich töten. Auf jeden Fall gibt es einen Song, der mir sehr wichtig war und ich es in eine Zeit geschrieben habe, wo es, wie bei jedem Menschen, ein paar Streitigkeiten gab, dies, das, jenes und so weiter. Und ihr müsst im Hinterkopf behalten, ich habe ihr noch nie einen Ring gegeben. Also sie hat kein Ehering, wie es jede Ehefrau hat, okay? Und ich habe mir einen Plan geschmiedet und für diesen Plan möchte ich einfach, dass es jetzt den größten Impact hat, den es gibt. Und deshalb, weil ich am Anfang ein Broke-Ass-Mofolger war und nicht mal 700 Euro in der Tasche hatte, um einen Ring zu kaufen und ihr keins geschenkt habe, habe ich mir vorgenommen gehabt, ich werde es krass machen. Mhm. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Okay, das ist natürlich auch nice, wenn du zum Beispiel, sie sagt ja in einer Phase, in der du broke bist, bedeutet, sie liebt dich wirklich. Ich will immer diesen Stereotypen nicht pushen, dieses mit, ja, wenn jetzt mal irgendein reicher Typ eine kennenlernt und dann wird immer gesagt, sie steht nur wegen dem Geld auf ihm. Habe ich ja schon mal gesagt, das finde ich Quatsch. Ich sag mal so, Geld ist wie gutes Aussehen, kann ein Türöffner sein, aber du musst selber durchgehen. Das ist immer mein Motto dazu. Aber es ist natürlich ein geiles Zeichen für ihn. Und das finde ich jetzt cool, wenn er jetzt sagt, okay, wir haben uns das jetzt zusammen aufgebaut. Jetzt hat er ja die finanziellen Möglichkeiten auf jeden Fall. Ich meine, einer der größten deutschen YouTuber, ne? Und ich weiß, als YouTuber kann man, ich sag mal, den einen oder anderen Pfennig kann man mitnehmen. Und deswegen muss ich jetzt an der Stelle sagen, wenn er das jetzt richtig groß macht und ihr damit nochmal symbolisiert, pass auf, es ist mir nach wie vor noch so wichtig und dass ich den Ring anstecken möchte etc., finde ich richtig, richtig cool und wir gucken mal, wie er es vorhat oder ob er das jetzt überhaupt preisgibt. Krass werde ich es machen, aber auf meine eigene Art und Weise. Ich werde jetzt kein Flugzeug fliegen lassen oder so oder in die Wolken. Boah, das hat der Drip, hast du gesehen? Das ist zugegangen, automatisch. Das war echt sehr krass. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Song geschrieben. Der Song handelt über Streit, dies, das. Also ich bin die ganze Zeit draußen, du bist alleine, du verstehst den Hustle nicht. Aber ich wäre bei dir, vertraue mir, ich mache das alles nur für uns, dies, das, so ein Ding, okay, so. Wenn ich das höre, dann kann ich mir genau vorstellen, was zu Hause manchmal los war, so. Ich sage jetzt nicht, dass es bei Sonny und mir, wobei doch, wir hatten halt 2017 echt eine ganz krasse Phase, so, es war unser zweites Beziehungsjahr und da gab es ja auch wirklich fast eine Trennung und so, also wir hatten das ja schon mal thematisiert. Man kann sich da zum Glück immer wieder rauskämpfen, aber ich kenne die Phasen, wo einfach mehr Streit ist als Leidenschaft oder so. Und ich mag auch gar nicht dieses Streit gehört dazu. Natürlich, man kann Streit nicht aus dem Weg gehen, aber diesen Satz Streit gehört dazu, finde ich immer so, das impliziert für mich, dass man es auch haben muss. So. Und ich möchte das so gar nicht in meinen Wortschatz und in meine Welt da reinlassen in dem Fall, weil ich denke mir halt, vielleicht kann ich ja auch der Erste sein, der es irgendwann ohne schafft. So, das ist mein Ziel auf jeden Fall. Ich habe es gefühlt in dem Moment und ich finde, so, es gibt da draußen auch Menschen, die denselben Hustle durchmachen. Familienväter oder sogar Familienfrauen, die viel für die Familie ackern. Und auf einer Seite gibt man immer etwas auf für diesen Hustle. Okay? Und so ein Song ist das. Aber man darf auch nicht vergessen, man würde es nicht machen, wenn einem der Hustle nicht auch Spaß macht. Natürlich macht man es auch für die Familie oder wahrscheinlich zum Großteil. Aber es gibt einem natürlich auch einen inneren Kick. Ich meine, Mois hat sich hier was Krasses auf YouTube aufgebaut. So jeden Tag scheppert das neue Video. Ist ja auch klar, dass man dann so eine Welle reitet irgendwie. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt komplett nur unglücklich ist. Aber ich kenne es, wenn man zu wenig zu Hause macht sozusagen, ist es auch negativ insgesamt. Der ist mir wichtig. Und deshalb haue ich den auch auf Mois raus, weil ich will, dass es den größten Impact kriegt, den er überhaupt kriegen kann. Und hoffe auf euren gottesfürchtigen Support. Ich liebe euch. Ich weiß, ihr steht, egal was ich mache, hinter mir. Deshalb, ich habe ein gutes Gefühl dabei.
Und da drin, in diesem Song, habe ich einen Plan. In diesem Song gebe ich ihr quasi den Ring, den sie nie bekommen hat. Okay? Mhm. Sie weiß nichts davon. Die hat keine Ahnung. Ich habe mit. Okay, aber jetzt wird sie das Video sehen, oder? Jetzt ausgemacht, weil wir letztens so wegen belangloser, irrelevanter Scheiße gestritten haben, habe ich gesagt, weißt du was, halt deine Fresse. Wir gehen jetzt 2 Tage chillen. Okay? Ab jetzt, also es ist jetzt Mittwoch abends, okay? Ihr seht das Video gleich, 20:15 Uhr. Wir sind jetzt in diesem Hotel angekommen, du kannst es sogar ruhig zeigen. Die ist jetzt da drin und die hat kein Handy. Also ich habe gesagt, wir schalten. Sehr guter Move, ja, gefällt mir, sehr gut. Jetzt beide ab, du legst dein Handy weg und ich leg angeblich mein Handy auch weg. Tue ich aber nicht. Auf jeden Fall, ihr Handy habe ich. Und mein Ziel ist es, dass sie bis zum Release nicht in YouTube gehen kann. Okay, das macht sie nämlich immer, um zu gucken, ob ich irgendwas Falsches gesagt habe und schwer nicht zu kommen. So. Okay, jetzt nimmst du es mir nicht übel. Es ist für mich ein bisschen schwierig so, das von mir zu öffnen, aber ich finde es trotzdem familiärer. Also wenn meine Familie online das auch ein bisschen erfährt, ich küsse oder Herzen, so, egal. So ist ja nichts, so, ist ganz normal halt, okay. Die weiß nichts. In Musikvideo gibt es dann ein Nokia 3310. Und am Ende quasi des Streits, wo ich ihr erklärt habe, wieso ich den Hustle habe, lege ich einen Ring in ein Nokia 3310. Dieses Nokia 3310 ist das, womit unser Sohn immer spielt. Also er mag es zu telefonieren, er sagt die ganze Zeit, hallo, hallo. Also von dem habe ich auch die Melodie in dem Song, dieses hallo, hallo, ich rufe dich an, du fragst. Also mein Sohn sagt immer dieses hallo, hallo. Okay, so das war die Idee. Und deshalb werde ich das in diesem Handy, in diesem Nokia 3310, diesen Ring verstecken. Und dieses Handy werde ich dann meinem Sohn in seinem Bett lassen. Okay, da wo es halt immer ist. Wenn sie das Musikvideo sieht, erst dann weiß sie, dass ich diesen Ring ihr geschenkt habe. Ah, okay, verstehe. Und dann macht sie das Handy auf. Auf ganz gottesfürchtige Art und Weise. Und dann glaube ich, dass es knallen wird, dass sie sich schlecht fühlt und denkt, fuck, und für die nächsten 3 Jahre die Fresse. Das ist Mann, Alter, es hätte so cool enden können. Der Masterplan. Ihr müsst dabei sein. Ich küsse eure Herzen. Ich hoffe, ihr seid gehypt. So, es ist für mich irgendwie so Plan krass. So, ich wollte es einfach mit euch teilen, damit ihr morgen versteht, was das für ein Film ist mit Ring. Das ist tatsächlich, also, das ist halt so eigentlich eine Überraschung für die, aber auch wollte ich, dass ihr versteht, was das für ein Faden ist und wieso es so ist, wie es ist. Ich fand es eine krasse Idee. So, ich weiß nicht. Was haltet ihr von der Idee? Denkt ihr? Ich finde, es ist eine ziemlich nice Idee. Also, muss man ehrlich sagen, hat er sich gut überlegt. Ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass es klappt und dass dann mehr Harmonie sozusagen in nächster Zeit kommt. Natürlich kann man mit einem Ring jetzt nicht eine Garantie kaufen, ne? Das ist ja klar. Er kann ja jetzt nicht einen Ring kaufen und dann sich 4 Wochen nicht mehr melden zum Beispiel. Das wird nicht funktionieren, das spreche ich aus Erfahrung. Ah, okay, außer mit dem Ring und mit dem Rolls Royce. Aber ansonsten, ja, wünsche ihm natürlich alles Gute dabei und das Video hat mir gut gefallen, ist ein guter Plan. Gucken, ob jetzt noch was kommt, weil es geht noch ein paar Sekunden. Die wird sich freuen. Ich küsse eure Herzen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr müsst hier nichts liken, wenn ihr nicht wollt. Ihr müsst nicht abonnieren, wenn ihr nicht wollt. So, verzeiht, wenn ich ein bisschen komisch war. Es hat ein bisschen Überwindung gekostet, gerade über dieses Thema zu reden. Und es war natürlich auch nebenbei mit dem Titel eine echt gute Song-Promo. Da muss der Song jetzt aber auch liefern, würde ich sagen. Wie DHL-Boot, ein kleiner Freak zu dem Style, meine Freunde. Ja, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Also das wird wahrscheinlich, ja, morgen sein, denke ich mal. Und am Wochenende gucke ich mal, ob ich hochlade oder nicht. Das steht noch in den Sternen. Und ich würde sagen, wir hören uns. Gutes Video von Mois an der Stelle. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Schickt mir weiterhin Videos und ciao.